Hallo lieber Widder, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven deine Liebessituation anschauen, ja, mit deinem Gegenüberliegender, ja, für den Monat April 2023. Das ist ja klar, lieber Widder, du hast eine weibliche Seite und du hast eine männliche Seite, ja. Du kannst mit einer von dieser Energie resonieren und deine Kontrapart genauso, ja. Was ich dir empfehle, ist, hör dir auch die anderen Energien an, ja, um zu sehen, ob du da auch eine Resonanz spürst, ja, das ist dein Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, ja. Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Wir haben ganz viele Karten vor uns für dich im Kollektiven mit den Seelenpartner-Orakelkarten. Starte ich ja für dich, okay. Welches Thema euch beide beschäftigt, ja? Du kannst auch diese Legung dir anhören, wenn du Single bist und du sagst, ich möchte trotzdem reinschauen, ja? Mich interessiert nur eine Energie. Du weißt ja ganz genau, du hast beide in dir, deswegen mache ich das auch so. Yin und Yang, wir besitzen beide Energien in uns drin, ja? Okay, für dich im Kollektiven, ja? Lieber Widder, da bin ich gespannt. Ich liebe dich. Wow. Also schon die erste Karte, die erste Energie. Also zwischen dir und dieser Person sind Gefühle, ja. Also zumindestens einer von euch zwei, ja, das könnte ja auch gut sein. Dies sind sehr wichtige Worte und das wird hier dein Gegenüberliegender oder du auch sagen, ja. Das sind die Worte, die ihr schon bereit seid zu sagen, ja. Also das Thema beschäftigt euch, ja. Sehr, sehr schön. Ja, du siehst hier wieder die zwei. Das ist diese Yin und Yang. Das ist dieses Dualismus. Das ist aber auch gleichzeitig, ja. Wie sagt man das? Diese Energie, die hier zwei Polaritäten darstellt, ja. Und deswegen wundert es mich hier gar nicht, lieber Widder, wenn du sagst, okay, eigentlich, ja, läuft es nicht schlecht zwischen uns zwei, ja. Also wir sind gerade an einer Situation, an dem wir uns sehr gut verstehen, ja. Die Entwicklung der Beziehung wird Tag zu Tag immer besser, immer intensiver, ja. Und wie gesagt, wenn man so ein Wort sagt, ja, also ich liebe dich, das ist nicht nur ein Wort, sondern da steckt viel mehr dahinter, ja, wenn man das wirklich meint, ja. Das ist klar, dass viele Menschen sagen das heutzutage, ohne einen Sinn dahinter zu sehen, ja. Ich liebe dich, ja, das ist für denen nur ein Wort, aber ich sehe da wirklich ein Wort, quasi drei Wörtern, die hier etwas Wichtiges beinhalten, ja. Das hat wirklich mit der unendlichen Liebe auch zu tun, ja. Diese Liebe, die nicht nur auf dieser materiellen Basis dargestellt wird, ja. Also das ist hier eine Liebe, die auf eine gesunde Art und Weise gegeben werden sollte, ja. Und ich stelle mir hier vor, wirklich eine Situation, in der du jemand kennengelernt hast, lieber Widder, in dem das vorhanden ist, ja, in dem du sagen kannst, diese Liebe ist da, ja. Also ich zumindestens, ich liebe diese Person. Ob dann er oder sie das wieder, also quasi entspricht oder quasi, wie sagt man das, erwidert, ja, erwidert das. Das ist was ganz anderes. Wir sind noch ganz am Anfang, ja, lieber Witter. Wir schauen uns das Ganze an, okay? Gut, machen wir weiter mit der weiblichen Energie. Also wir starten bei der weiblichen Energie mit den Erkenntniskarten ganz kurz. Ich muss nämlich hier gucken, da sind die Karten rausgerutscht, ja. Okay, wir können starten. Für die weibliche Energie mit den Erkenntniskarten. Wo befindet sich die weibliche Energie? Ja, mal schauen, da bin ich jetzt auch gespannt. Das ist ja auch so, lieber wieder, du kannst auch sagen, diese Karte entspricht meine eigene Liebe. Das habe ich gerade eben kanalisiert, ne? Also die Stimme hat zu mir gesagt, das kann ja auch gut sein. Wir haben hier jemand, der gerade diese Liebe für sich selbst entdeckt hat, ja? Das ist klar. Wenn du bereit bist, Liebe zu geben und zu empfangen, ja, lieber Widder, dann ist es ja klar und eindeutig, dass du auch diese Person anziehen wirst, dass du die richtige Person anziehen wirst, weil du quasi das in dir besitzt schon, ja? Sehr, sehr schön. Okay, für dich im Kollektiven. Mal schauen, die weibliche Energie, da hat sich was gedreht. Voilà. Sogar zwei haben sich hier gedreht. Okay, die nehmen wir beide. Du hast hier schön
eine Gabe, ja, das ist die rosane Karte und du hast hier eine Heilung. Das ist wirklich wunderschön. Vergebung, das passt perfekt mit ich liebe dich. Also du hast hier, sagen wir mal so, die weibliche Energie, ob du das bewusst oder unbewusst gemacht hast, du hast hier wirklich eine Heilung. Du hast hier etwas verstanden in dir, ja. Und das ist klar, dass du dank dieser Arbeit, ja, die du in dir tust, ja, da kannst du dann diese Heilung erreichen und du kannst auch eine gesunde Beziehung aufbauen. Siehst du das? Vergebung. Du hast dir selbst vergeben. Du siehst es an den Spiegel, aber du hast ja auch jemanden vergeben. Das ist klar. Das ist immer diese Kontrapart. Meistens, ich sage immer meistens lieber wieder, beinhaltet es Situationen, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Ja? Und dann haben wir hier auch eine Gabe. Das ist klar, dass du hier einfach begabt bist. Ja, du hast hier irgendwie eine Fähigkeit, ja, und das ist wie wenn du jetzt hier diese Begabung, diese Fähigkeit gefunden hast und du bist hier bereit, diese Türe zu öffnen, ja. Das kann hier überall sein, ja, aber das ist wunderschön, weil du hast jetzt hier nicht zufälligerweise eine rosane und eine grüne Karte, ja, weil wenn wir die Heilung vollziehen, ja, wenn wir an diese Heilung kommen, dann kommen wir auch gleichzeitig an unsere Fähigkeiten und Begabungen. Das sage ich immer, das sind unsere Talente, ja. Und du könntest sagen, ich habe jetzt mein Talent herausgefunden, ja, und ich weiß ganz genau, was ich will. Und das ist das Schlüssel quasi, um diese Türe zu öffnen. Du sagst, ich öffne diese Türe, ja, und finde die wahre Liebe. Das ist das Tor zu der wahren Liebe. Versteht ihr das? Also, lieber Witter, fantastische Karten, fängt schon mal sehr positiv und gut an. Ich überlege gerade, wie ich das machen soll, weil da kommen noch andere Karten, ja. Weißt du was, wir machen das so, weil hier kommen noch andere Karten, ja, sonst habe ich dann keinen Platz mehr. Gut, machen wir weiter mit dem Message der Liebe. Was für Message haben wir hier? Wie geht es weiter mit euch zwei für den Monat April 2023? Hier drehen sich die Karten um von alleine. Das ist wie wenn die Energie hier sprechen möchte. Ja, die, andauernd. Ja, ich möchte kommunizieren. Also hier haben wir jemand, der sagt, ich wollte dir nicht wehtun. Ja, das kann gut sein, dass hier irgendwelche Missverständnisse waren. Ja, oder hier ist jemand, der tatsächlich sagt, ich wollte dich nicht verletzen. Bei der weiblichen Energie, ja. Entweder ist es hier deine Kontrapart oder das bist du. Du könntest hier etwas gesagt haben, ja, das ihn ein bisschen aufgeregt hat, wenn du jetzt eine Frau bist oder irgendetwas, ja. Aber gleichzeitig haben wir hier auch eine Energie, die sagt, ich möchte, dass du mich hinterhergehst. Ich liebe es, wenn du mir nachfolgst. Ich liebe es, wenn du es mir zeigst, dass ich wichtig für dich bin. Ja? Viele Frauen haben diese Tendenz. Wir Frauen, alle eigentlich. Ja? Ich könnte jetzt sagen, ich bin auch so. Ja? Das ist klar. Wir Frauen lieben das, wenn der Mann, okay, diese Sehnsucht nach dieser Frau hat. Dass er meint, hey, du bist wichtig für mich. Du bist etwas Besonderes. Ja? Ich brauche dich. Ja? Und wir brauchen diese Aufmerksamkeit. Ja? Okay, ich ziehe jetzt nochmal eine Karte. Wow, Schellgotte. Also ganz eindeutig, hier haben wir, wie wenn wir auch über einen Liebesdreieck reden würden hier. Gell? Also lieber Widder, entweder ist es so, dass du hier ein Liebesdreieck gehabt hast. Ja, es sind mehrere Menschen, okay, vorhanden und diese Person hat dich auserwählt. Du könntest auch sagen, nein, das bin ich gar nicht. Er hat die andere auserwählt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich sage dir das, was rauskommt von dieser Energie. Und diese Energie sagt, ich will dich. Du bist die einzigste Frau, mit der ich jetzt glücklich sein kann. Ich sage jetzt nicht für immer und ewig. Das ist bei mir immer so ein Punkt, ja, den ich immer richtig erwähne. Ja, weil es gibt nicht immer dieses Ewigkeit. Ja, es kommt immer darauf an, in welcher Evolution du bist und in welcher Evolution dein Gegenüberliegender ist. Aber hier eindeutig, er sagt hier, ich wähle dich, ja, oder sie sagt, ich wähle dich, weil du kannst auch ein Mann sein und du kannst sagen, ja, das stimmt, sie hat mich auserwählt. Ich bin für sie quasi der Richtige, okay? Also hier eindeutig, dass hier die Liebe vorhanden ist. Und ich könnte mir hier auch vorstellen, dass es ein Liebesdreieck sein könnte. Du könntest auch sagen, Katja, er hat sich noch nicht entschieden, ja? Er ist noch gerade dabei. Dann könnte es gut sein, dass du die Entscheidung bist, ja? Guck mal,
Diese Person liebt es, einfach sich Zeit zu nehmen für dich, einfach für dich da zu sein. Ich liebe das, mich um dich zu kümmern. Das ist gegenseitig. Versteht ihr das? Das ist jetzt nicht nur eine Liebe, die nur von einer Seite kommt, ja, was wir hier sehen können, sondern es kommt schon von beide Seiten. Also hier spielt nichts dagegen zu dieser Beziehung. Das siehst du. Das fängt schon an mit ich liebe dich, ja. Das fängt schon hier an mit der Heilung und mit dieser Begabung, weil wir kommen an unsere Talente, Fähigkeiten nur, wenn wir geheilt sind, ja. Und wie gesagt, hier hast du den Schlüssel gefunden, um hier eine neue Situation zu starten. Du könntest auch sagen, diese Person hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Könnte ja auch gut sein, ja. Weil im Endeffekt könnte es hier auch jemand sein, der hier von der Vergangenheit zurückkehrt, weil er sagt, ich wollte dir nicht wehtun oder das war nicht meine Intention, dich zu verletzen. Das könnte aber auch gut sein, ihr habt irgendwie eine Kleinigkeit erlebt, ja, eine Streitigkeit oder eine Unklarheit, ja, das gibt's mal. Es ist klar, dass es in einer Beziehung Tiefen und Höhen gibt, ja. Also sehr, sehr schön. Jetzt sollte ich die Karten wegpacken, weil die brauche ich für die männliche Energie und merke, dass meine Isis gefallen ist, ja. Okay, das ist klar. Wenn ich nur ein bisschen schüttel, da fällt alles. Okay, machen wir weiter, wie es weitergeht für dich und diese Person, ja. Für dich und diese Person, wer das auch immer ist, das ist dir überlassen, wer dein Gegenüber ist. Weil tatsächlich geht es hier schon um den Partner, ja. Meistens sind es die Menschen, die einen Partner haben. Hier hat sich viel gedreht, ganz, ganz viel. Oh my goodness, guck mal, ich mache das so, weil ich kann jetzt nicht alle Karten nehmen. Hier spielt die höhere Macht eine Rolle. Ja, du siehst es schon, das ist das Universum. Das Universum schickt dir hier Signale. Du könntest sagen, ich sehe dauernd Zahlen, ich sehe dauernd Buchstaben, ich sehe dauernd etwas, ja, das mich mit ihm verbindet, mit dieser Person. Ich rede jetzt in dieser weiblichen Form. Wenn du ein Mann bist, bitte setze es um. Du siehst hier gewisse Dinge. Zum Beispiel, du fährst zu ihm, ja, du wurdest eingeladen oder er hat gesagt, komm, lass uns mal eine Pizza essen gehen, irgendetwas trinken, ja, und du siehst die 11 vor 11. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, weil wir sehen jetzt hier 11 vor 11. Dann weißt du ganz genau, du bist auf dem richtigen Weg, ja. Du kreierst schon mal etwas Positives, ja, weil das ist klar, was hast du für Emotionen? Nur du weißt es lieber wieder, wie schön das ist. Am Anfang ist es immer romantisch und schön, ja, aber mit der Zeit kann man das trotzdem wieder, diese Flamme anzünden. Das geht, also dieses frische Wind sollte man irgendwie in einer Beziehung immer quasi, wie sagt man das? Dass es nicht ausgeht, diese Flamme. Versteht ihr, was ich meine? Diese Beziehung sollte immer gepflegt sein, ja? Das meine ich damit. Und deswegen ist es auch so hier, dass du hier irgendwie Signale, ja? Du siehst hier Zahlen, Symbole, wie wenn du von der höheren Macht etwas preisbekommst, ja? Dass du dich auf dem richtigen Weg befindest mit dieser Person. Natürlicherweise zählt diese Person auch damit, ja? Das hat hier etwas damit zu tun, ja. Sonst würdest du jetzt diese Person nicht kennengelernt haben, ja. Keine Person, okay, keine einzigste, nicht mal, es gibt keine Zufälle. Jede Person, die in deinem Leben eintreten wird, lieber wieder, das hat immer eine Bedeutung, das hat immer ein Zeichen, das hat immer etwas zu sagen, ja. Okay, machen wir weiter. Wow, also hier. Das ist eine Hammerlegung. Das ist eine Hammerlegung. Hier sind die Engel, die dich beschützen. Du hast hier jemand, lieber Witter. Wow. Das ist wie wenn hier die höhere Macht wirklich vorhanden ist und diese Beziehung auch beschützen würde. Wie wenn die höhere Macht sagen würde, ihr seid füreinander bestimmt. Diese Situation sollte beschützt werden, ja. Diese Situation, ja, ist wichtig. Wisst ihr das, wenn zwei Menschen sich zusammentun, weil sie Animation haben? Also sowas stelle ich mir hier auch vor, ja, dass ihr hier irgendetwas habt, ja, was etwas, was Wichtiges ist, ja. Manchmal ist es ja auch so, dass zwei Seelen sich treffen, ja. Das ist klar, damit man irgendetwas in dieser Welt quasi kreiert, ja. Das könnte hier auch mit einer Nashita, also dass hier jemand geboren wird, ein Kind, okay. Das ist meistens immer so, oder das könnte hier auch mit etwas anderes zusammenhängen, ja. Aber auf jeden Fall hier ist das Schutz,
Vor allem die weibliche Energie ist hier beschützt, das ist klar. Und ich würde hier sagen, ihr seid hier auch von der höheren Macht irgendwie beschützt. Das ist wie wenn zwei Seelen sich getroffen haben und wirklich aneinander zusammen sein sollten, ja, für diese Zeitpunkt, okay? Ich kann dir jetzt nicht sagen, lieber Widder, du wirst mit dieser Person für immer und ewig zusammenbleiben, ja? Da würde ich jetzt lügen, das sage ich nicht. Du wirst es bei mir nicht hören, ja? Okay. Wow. Lieber Widder, ich kriege ja wirklich Gänsehaut, ja, für dich, das freut mich wahnsinnig, weil nicht immer ist es schön, negative Legungen zu sehen, ja, indem man streitet, Drama, ja, hier ist es nicht so, hier ist es nicht so, wenn du nach Drama dich sehnst, bei dieser Legung hier ist es nicht so. Qualcosa ti renderà felice, du wirst glücklich, irgendetwas in deinem Leben wird dich glücklich machen, irgendetwas, ja. Vielleicht wird er etwas tun mit dem, was du nicht gerechnet hast. Er wird im April etwas zu dir sagen, einen Schritt mehr wagen, ja. Wer weiß, aber du wirst hier glücklicher, ja. In diesem Moment, wir reden hier von April, ja. Und an was du gearbeitet hast, guck mal, was du drunter hast. Questa situazione migliorerà. Und das hat mit dem zu tun. Siehst du, wie die Karten resonieren? Das ist der Wahnsinn. Du hast hier an irgendetwas gearbeitet, ob du das bewusst oder unbewusst gemacht hast. Lieber wieder, ich weiß es nicht, aber du weißt ja ganz genau, wenn du hierher gefunden hast, dann ist es kein Zufall, ja? Weil meistens die Menschen, die sich meine Legungen anhören, das sind auch Menschen, die an sich arbeiten, ja? Weil wir wissen ganz genau, dass alles in uns ist, ja? Wir brauchen nicht nach draußen zu suchen, weil das hat ja mit einem Trauma zu tun und du hast das prima bearbeitet. Du hast hier schon die Heilung. Weißt du, guck mal dir diese Karten an. Ich liebe diese Erkenntniskarte. Siehst du das? Du siehst hier eine Dame, die hier seine Spiegelpart umarmt, ja? Quasi die Kontrapart. Das ist meine Schattenseite anzunehmen. Das, was ich alles erlebt habe, nehme ich an. Vergebung, Heilung, aber auch mit anderen Personen, ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Und hier, diese Situation, die wird sich verbessern, ja? Wow, fantastisch. Sehr, sehr schön, ja? Also besser könnte es nicht sein, lieber Widder. Wie gesagt, wenn du jetzt nach Drama suchst, dann muss ich dich enttäuschen. Dann wirklich, weil das passt hier nicht. Hier ist keine dramatische Karte. Klar, du hast hier etwas bearbeitet, das ist klar, das haben wir alle. Wir haben alle irgendwo eine Schattenseite. Bitte, glaub nicht an diese Personen. Gerade an diese Personen, die sagen, ich bin doch perfekt, ich habe gar nichts an mir. Nein, das stimmt nicht. Jeder hat irgendetwas, ja. Und gerade diese Menschen, die sagen, ich habe nie Probleme, ich bin perfekt, das sind gerade die, die meistens irgendwo ganz, ganz weit unten ganz viel haben zu bearbeiten, ja. Also hier eine wunderbare Legung. Toi, toi, das wünsche ich dir von Herzen, ja. So, dann machen wir weiter mit den Tarotkarten für dich, lieber Widder. Mal schauen, was auf dich zutreffen wird. Ja, was hier passieren könnte oder was schon passiert ist. Du weißt ganz genau, wir sehen das mit den Tarotkarten, mit alle Orakelkarten hier und jetzt, ja? Sieben der Schwerter. Mhm. Hier ist vielleicht jemand, der diese Situation sabotieren möchte. Oder das könnte ja wirklich tatsächlich so sein, dass hier jemand sich nicht gut benommen hat, ja, in der Vergangenheit. Ich habe es ja gesagt, das könnte auch jemand sein, in der du sagst, ja, in der Vergangenheit war diese Person nicht ganz korrekt, okay? Weil wir haben hier sieben der Schwerter, ja. Ich könnte mich hier auch vorstellen, jemand, der irgendwie diese Beziehung sabotieren möchte, ja. Also wir haben hier Wassermann, falls dich das interessieren kann, ja. Du hast hier auch noch Krebs, das ist schön, bei diesen Karten kannst du wirklich die Sternzeichen auch sehen, ja. Ich habe hier den Wagen, ich habe hier jemand, der sagt, obwohl ich verletzt worden bin von dieser Situation, was es auch immer ist, was auch immer passiert ist, bin ich bereit, hier durch alles zu gehen. Also ich könnte mir hier auch vorstellen, jemand, der kämpft. Jemand, der hier nicht aufgibt für diese Beziehung. Das ist mir egal. Weißt du, der Wagen. Ich würde alles riskieren. Ich werde alles tun, um diese Situation, um das zu erreichen, was ich will. Zu triumphieren quasi, ja. Dich zu erobern, okay. Der Narr. Also das könnte hier tatsächlich jemand Jüngeres auch sein. Ja, der Narr. Das ist immer diese Energie. Das könnte jemand auch sein, der sehr naiv ist. Ja, jemand Jüngeres, ja. Lieber wieder.
Hier könnten auch junge Menschen vorhanden sein, ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass der Narr kein Mensch ist, mit dem du eine Beziehung haben kannst. Nein, das stimmt nicht. Es gibt wirklich Menschen da draußen, die einfach jetzt anders sind, ja? Du könntest jetzt sagen, weil laut den Karten, ja, laut den Karten, das ist ja klar, wie du die Karten siehst, kannst du hier sagen, das ist schon eine Person, die sich auch anstrengt, ja? Wir könnten hier tatsächlich auch nur von einer jüngeren Person reden. Du könntest hier sagen, ja, ich als Frau, ich bin älter als er, okay? Das könnte hier auch so eine Situation sein. Oder ich könnte mir hier einfach vorstellen, dass es der Neustart ist, weil von null fangen wir wieder an. Der Neustart, der Beginn. Hier wagt es jemand, hier riskiert jemand. Verstehst du das? Lieber Widder, du könntest ja sagen, er riskiert hier alles für dich, ja? Er setzt hier alles auf dem Spiel, weil er hier mit dir zusammen sein will. Verstehst du das? Guck mal. Das ist die Bestätigung. Wow. Ich krieg richtig Gänsehaut. König der Kelche. Hier ist jemand, der liebt. Hier ist einfach jemand, der dieses Gefühl hat, hey, ich weiß, was ich will. Okay, und ich liebe hier diese Person und ich werde alles dafür tun. Du könntest hier sagen, ja, guck mal, Katja, das ist bei mir so, ich habe mehrere Männer, ja, und ich sollte mich hier entscheiden, okay? Und ich habe einen Mann, der hier gerade das irgendwie noch nicht verstanden hat. Das kann ja auch gut sein, wenn wir uns diese Legung anschauen. Hier ist jemand, der wirklich alles tun wird, der hier alles geben wird, okay, um diese Situation auch zu retten. Ja, also hier könnte auch ein Mann sein, der gerade in seinen eigenen Gefühle aufgeräumt hat. Du könntest hier der Mann sein, ja, bei dieser Legung hier. Auch Männer können diese weibliche Energie haben. Das ist klar, wir haben beides in uns, deswegen sage ich ja das jedes Mal. Ich würde sonst das nicht so legen, ja. Und das ist wichtig, weil hier ist jemand, der sagt, obwohl ich verletzt worden bin, weiß ich ganz genau, was ich will. Ich wage es trotzdem. Ich schmeiß mich trotzdem in dieser Situation. Das heißt doch nicht, dass alle Menschen fremdgehen oder jeder Mensch mir wehtun kann, sondern ich weiß, dass ich irgendwann mal auch Destinato, also vom Schicksal quasi gegrüßt werde, ja, dass das Schicksal mir sagt, hey, du wirst auch deine Kontrapart finden, ja. Deswegen kann ich mir hier jemand vorstellen, der kämpft, okay, der diese Situation möchte. Das könnte auch gut sein, dass zwischen euch zwei irgendwie eine Entfernung eine große Rolle spielen kann. Wer weiß, weil diese Entfernung könnte auch diese Sabotage sein, ja, dass hier jemand irgendwie das als Hindernis sieht, ja, das könnte auch gut sein. Aber ich vermute ganz stark, dass hier auch irgendetwas war, ja, weil 7 der Schwerter, das ist ja klar, das könnte eventuell jemand gewesen sein in der Vergangenheit, der immer abgehauen ist, der nicht zugegeben hat, okay, der nicht gestanden ist zu seiner Gefühle, aber jetzt schon, jetzt steht er zu dem, was er ist, jetzt steht er dazu und er möchte hier diese Beziehung haben, also mit dem König der Kelche ist es die Krönung für mich, ja, die Krönung, das ist wie wenn ich sage, la ciliegina sulla torta, also ich stelle jetzt das Ende von der Torte quasi, diese Kirschelein ganz, ganz weit oben und hier hast du den Resultat, sehr, sehr schön, also wie gesagt, lieber Widder, wenn du jetzt eine dramatische Legung möchtest, hier bist du falsch, weil hier haben wir alle Karten, die wirklich hier zeigen, jemand, der kämpft, jemand, der diese Beziehung haben möchte, jemand, der diesen Neustart, jemand, der riskiert, ja, das ist hier die Legung. Wenn du jetzt sagst, nö, dann lässt du es auch gut sein, ja. Wir kommen jetzt zu der männlichen Energie, ja. Warte mal, ich sollte hier Ordnung bringen. Gut. Mal schauen, für die männliche Energie, ja. In welcher Energie befindet sich die männliche Energie? Du nimmst mir auf, ja, man weiß nie. Guck mal, hier ist schon was gefallen. Die erste Karte nehme ich, das ist eine Heilungskarte. Ich nehme keine Karten mehr, weil hier sollte ich nur eine Karte nehmen, aber das sind zwei gefallen, ja? Okay, loslassen. Hier ist die Heilung. Mann und Frau, männlich und weiblich, haben hier eine Heilung, ja? Das ist fantastisch. Das sollte so sein, versteht ihr das? Also, das ist klar. Hier spricht die Energie schon an sich. Das ist wie wenn die höhere Macht schon hier auch da vorhanden ist, ja? Und sagt, guck mal, diese Person, ja, hat hier etwas losgelassen. Ein altes Bild lässt man fallen, um mit der neuen Person zusammen zu sein. Oder, das könnte auch gut sein, du sagst ihm, du verzeihst ihm, indem du sagst, ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Also hier hat jemand die Vergangenheit hinter sich gelassen, hat abgeschlossen, um nach vorne zu kommen, ja. Das könnte auch gut sein, du sagst, genau das ist er. Er hat mich gewählt.
Verstehst du, von der ganzen Situation hat er mich auserwählt. Ich bin diejenige, mit dem er zusammen sein will. Ja, er hat das endlich verstanden. Hier ist die Heilung, hier ist auch die Heilung. Seht ihr, wie das resoniert zusammen? Ich sag ja, wenn du dich nach Drama sehnst, nee, das wirst du hier nicht haben, ja. Lieber Widder, hier sind eigentlich schöne Karten. Hier ist eine schöne Legung. Hier sind Gefühle mit dem Spiel. Ja, hier ist jemand, der das auch ernst meint, würde ich sagen, laut der Legung, ja. Aber wir werden jetzt weiterschauen. Okay, mit den Message, ja. Mal schauen, was die Message uns geben, ja. Quasi für die männliche Energie. Hier ist die männliche Energie, die sagt, ich versuche hier ruhig zu bleiben. Das ist wie eine Art Meditation. Das ist wie wenn er hier irgendwie auch eskalieren würde. Vielleicht ist es auch so, dass er gerade ganz viele Situationen hat, dass es gerade nicht einfach in seinem Leben ist und er versucht hier wirklich ruhig zu bleiben. La calma. Dass er nicht hier durchdreht. Ja, wenn du jetzt ein Mann bist, Widder, das ist klar, Widder, Löwe, Schütze, der Impuls. Der Widder ist sehr impulsiv, ja. Der Widder, der ist Mensch, ja, da sieht man nur rot, ja, das ist klar. Da muss man wirklich vorsichtig sein, ja. Also, dass man auch diese Ruhe bewahrt, ja, wenn irgendetwas ist, dass er hier nicht durchdreht, ja, dass hier irgendetwas ist, das ihn wütend macht, ja. Aber guck mal, hier hast du wieder die Bestätigung. Was habe ich gesagt, lieber Widder? Was habe ich vorhin gesagt? Er ist ernst. Also, ich weiß gar nicht, wird er dich fragen? Wird er dir wirklich den Antrag stellen? Kann das sein, dass er hier den Antrag dir stellt? Dass er hier etwas Ernstes mit dir will? Also ich weiß ja nicht, wie das ist. Bei uns ist es noch normal mit diesen Verlobungen. Aber das kann gut sein, dass die Verlobungen auch noch nur in den alten Traditionen oder Kulturen gemacht wird. Aber das ist schon schön. Ja, das ist nämlich auch, die Verlobung ist einfach noch eine schöne, wie sagt man, Bindung, ja, die zwei Menschen haben. Das hat jetzt nichts mit Hochzeit oder, weißt du, ich rede jetzt hier nicht über Religion. Das ist einfach diese Verbindung, die Frau und Mann haben, ja. Das ist etwas Schönes, ja, indem man sich nochmal, wie sagt man, dass diese Bestätigung auch gibt, ja. Ich meine, mit der Zeit verliert sich sowas, ja. Das ist wie, wenn wir irgendwie, ganz ehrlich, lieber wieder, ich sag dir meine Meinung, das ist wie, wenn wir jeden Tag unsere Unterhosen wechseln würden, ja. So wechseln die Partner quasi, die Menschen ihre Partner, ja. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber das merken wir ja. Wir merken, was draußen passiert, das ist der Spiegelbild von uns, ja. Und dann passieren auch gewisse Dinge, ja. Wir merken schon, was die Welt uns gibt, ja. Das ist einfach das, was wir zurückbekommen, ja. Also wie gesagt, hier ist jemand, der ernst ist, ja. Wer weiß, vielleicht hat er hier erfahren. Vielleicht könnte es auch gut sein, dass hier mehrere Männer vorhanden sind und dass hier ein Mann erfahren hat, ja, die männliche Energie, dass hier der andere es mit dir ernst meint. Ja, das könnte auch gut sein. Und dass ihm das quasi wütend macht, ja. Ja, siehst du, hier ist irgendjemand, der ernst ist, aber hat Angst, dass es zu spät ist. Ich weiß nicht, lieber Widder, wer weiß, vielleicht ist es auch so, dass du sagen kannst als Frau, nee. Um Gottes Willen, Katja, das stimmt, er tut alles für mich, er versucht alles zurück oder quasi gut zu biegen in dieser Beziehung, in dieser Situation, aber das klappt nicht mehr, das ist nicht meine, das ist nicht meine, ich will das nicht mehr, das kann auch gut sein, ja, weil er hat hier Angst, dass es zu spät ist, wer weiß, vielleicht ist es auch ein bisschen zu spät, ja. Vielleicht ist es auch so, dass er quasi hier dann abgehauen ist, ja, der wo Skapade, er haut hier ab, ja, das kann gut sein, dass er jetzt Richtung dir abhauen tut, ja, und eine Situation verlässt, um dich nicht zu verlieren. Das ist wie wenn er sagt, ich darf hier keine Zeit verlieren. Das, ich habe hier das Gefühl, wenn die männliche Energie sagt, bevor ich hier diese Person wirklich verliere, sollte ich jetzt das tun, sollte ich jetzt agieren. Sonst habe ich sie für immer und ewig verloren, ja. Ganz eindeutig, ja. Also bei der männlichen Energie merkt man schon, spürt man schon den Drang, ja. Bei der weiblichen Energie jetzt nicht so, aber bei der männlichen Energie, wie wenn hier, weißt du, du solltest handeln. Bevor jetzt diese Frau weg ist, Frau oder Mann, das ist ja klar, du setzt das bitte um, ja. Okay, du nimmst mir auf. Machen wir weiter mit den nächsten Orakelkarten. Ah, ich habe sie nicht gesehen, aber hier haben so, lieber Widder, kurze Unterbrechung, die Speicherkarte war überfüllt, gerade, aber gerade
Zum Glück, ja, weil da sind hier zwei Hammerkarten rausgekommen. Hier einmal die Zwillingsflamme und hier einmal hör auf deinen Instinkt. Also diese Person hier, die männliche Energie, wenn du jetzt Frau oder Mann bist, bitte setz es um. Hier weiß jemand, hier spürt jemand, dass es die Zwillingsflamme ist. Das ist ganz anders wie eine Seelengefährte, das ist klar. Die Zwillingsflamme, das ist wirklich die Kontrapart, ja. Also hier wird euch nichts auseinanderbringen. Alles, was kommt von außen, ihr werdet kämpfen. Ihr werdet das nicht einfach haben. Das wundert mich jetzt gar nicht mit diesen 7 der Schwerte, was hier alles ist. Oder dass er das wahrscheinlich nicht erkannt hat und er das einfach später erkennen könnte. Oder er hat es einfach zu spät erkannt, ja. Das könnte ja auch gut sein, aber er wird hier auf seinen Instinkt hören, ja. Die männliche Seite weiß hier, das ist meine Zwillingsflamme, ja. Also, wie gesagt, du nimmst mir hier auf, ja. Okay, machen wir weiter, ja. Also, ich bin glücklich, dass noch diese Teil, weil sonst hätte ich jetzt noch mal Karten ziehen müssen und das wäre nicht gut gewesen, ja. Weil wenn diese Karten sich zeigen, dann ist es so, ja. Wow, Hammerlegung. Ich sag ja, wenn du jetzt nach einem Drama suchst, das könnte ja gut sein, dass du ein Drama erlebt hast in dieser Beziehung. Aber hier siehst du nur Karten, die quasi zwei Menschen zeigen, die hier zusammen sein sollten, ja. Hier ist alles vorhanden, was du brauchst. Ja, siehst du, hier kommt wieder diese Bestätigung. Hier ist jemand, der hier wütend ist. Ich weiß nicht, entweder weiß er oder er stellt sich das vor oder er hat diesen Instinkt, er hat diesen Druck, dass du die Richtige bist oder dass er der Richtige ist. Es kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anhört. Und hier ist aber eine Situation, in der er sagen kann, hey, vielleicht bin ich einfach schon zu spät gekommen. Verstehst du das? Wer weiß, vielleicht möchte er kämpfen, aber weißt du, das ist nicht einfach. Aber ich sag das mal so, ja. Laut den Karten, ja, lieber Widder, wenn ihr wirklich Zwillingsflammen seid, dann werdet ihr einander finden, dann werdet ihr zusammenkommen. Egal was kommt, weil Zwillingsflammen kannst du nicht auseinanderbringen. Es kann kommen, was es will, ja. Und wenn er jetzt diesen Instinkt hat, wenn er sagt, ja, ich höre auf meinen Instinkt, das ist wirklich meine Zwillingsflamme, dann könnte es auch gut sein, dass er vielleicht dazwischen kommen wird, dass du vielleicht erlebst, dass dein Ex quasi dazwischen kommen wird oder diese Person hier wirklich alles tun wird, ja. Vielleicht spielt hier auch eine andere Person eine große Rolle. Vielleicht ist hier jemand und hat sein Fingerchen drin. Deswegen wird der hier wütend, weil diese Situation, mi fa arrabbiare, ich werde hier sauer, verstehst du das? Das ist nicht eine leichte Situation, die er gerade hier erlebt, also die männliche Energie. Aber du kannst ja auch sagen, ich als Frau befinde mich hier, ja. Wow, guck mal, Divine Feminine. Hier ist alles perfekt, hier ist alles an der richtigen Stelle. Die männliche Energie hat ja auch die weibliche Energie aktiviert. Ich sag ja, hier ist die Zwillingsflamme dabei. Er hat dich gefunden. Das ist wie wenn du wirklich sagst, dieses Geruch, wie wenn er dich riechen würde. Hier ist irgendetwas. Wenn du sagst, lieber Widder, ich habe diese Person noch gar nicht kennengelernt. Wer weiß, vielleicht kann das dazu kommen. Und guck mal, was du hier hast, ist die rutscht immer die ganze Zeit. Ja, nehmen wir sie. La situazione complicata. Hier ist eine komplizierte Situation. Das ist klar. Sonst würden diese Karten nicht rauskommen. Hier ist irgendetwas. Ja, lieber Widder, ich kann es dir jetzt nicht sagen, was du gerade erlebst, was hier Sache ist. Aber das könnte ja auch gut sein mit dieser Situation, indem ihr hier wegrennt. Ja, irgendetwas ist hier, ja. Das könnte auch gut sein, es sind andere Situationen, die gerade ihn beschäftigen, ja. Und deswegen das Ganze, ja. Okay, du nimmst mir auf, ich gucke jetzt immer wieder, ja. Weil, wie gesagt, ich habe noch die anderen Legungen in meinem Handy. Okay, jetzt machen wir weiter mit den Tarotkarten. Für dich im Kollektiven. Mal schauen, was uns die Tarotkarten preisgeben für dich im Kollektiven. Die Sonne, ich sag jetzt mal dazu nichts, ja, ich guck mal was nächstes. Ja, 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 oh, gut, 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 ja, lauter, lauter. Also hier sind ja auch zwei große Karten, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich freue mich für dich. Verstehst du das? Ich freue mich für diejenigen, die solche Legungen haben. Weil das ist nicht schön, immer diese negative Legungen zu sehen, ja, in der Liebe. Ach, da sind das und das und das. Hier eindeutig, hier versucht jemand sein Glück zu finden. Hier ist die männliche Seite wirklich bereit, alles zu tun. Ihm ist auch das Universum geöffnet. Verstehst du das? Das ist, die Welt ist hier, ja. Hier könnte auch eine Reise sein. Hier könnte auch gut sein, dass diese Person hier beschließt, zu dir
umzuziehen. Wenn du jetzt hier dieses Problem hast mit dem Umzug, in dem du sagst, mit der Reise, ja, das ist die Entfernung spielt hier eine große Rolle, ja. Also hier findet er sein Puzzlestück. Die männliche Seite hat hier sein Puzzlestück gefunden. Das ist wirklich eine Liebe, die von der höheren Macht bestimmt ist, ja. Also er wird hier kommen, okay? Hier wirst du irgendwie von ihm irgendetwas hören. Page der Münzen, das könnte aber hier auch gut sein, dass er jetzt gerade hier irgendwie eine Reise betätigen sollte, die hier auch geschäftlich sein kann. Wer weiß, das könnte auch gut sein, dass diese ganze Situation, in der er sagt, ich muss jetzt hier abhauen oder ich habe Dinge zu erledigen, die hier auch mit irgendetwas anderes zu tun haben, ja, beruflich, finanziell, ja, können wir auch so sehen. Was ich mir hier aber auch vorstellen kann, ist, dass es hier eine jüngere Person ist, okay? Eine jüngere Person oder hier sind einfach jüngere Menschen, okay? Okay, sehr, sehr schöne Legung, ja. Lieber Widder, ich sage ja, hier ist die Liebe vorhanden, hier ist jemand, der wirklich diese Situation will. Und Page der Münzen ist auch eine Karte, die zeigt oder sie sagt, hier ist jemand, der Basis aufbauen möchte, etwas kreieren möchte, ja. Er ist hier quasi und kommt, ja, sagen wir mal, er kommt mit diesem Herzen in der Hand, okay? Er kommt zu dir und sagt dir, was er fühlt für dich, okay? Oder sie. Wie gesagt, ich rede immer in diese weibliche Form, aber du setzt das um. Sehr, sehr schön. Wow, fantastisch. Okay, so, dann machen wir weiter mit den Sternzeichen. Die dürfen nicht fehlen, ja. Welchen Sternzeichen könnte hier die Kontrapart sein? Das könnte hier aber auch deine eigene Energie sein, indem du sagst, mein Aszendent, Mond oder Venus. Ich sag ja, die springen. Die Karten springen, Löwe. Du hast hier Wassermann, den haben wir auch hier gehabt, ja. Mal schauen, die Sonne. Das ist ja auch Löwe normalerweise. Du hast hier Uranus, schon wieder Wassermann. Hier ist ganz stark Wassermann und Feuerelemente. Dein eigener Widder zu Widder, ja. Du hast hier Schützelein und Löwe wieder, ja. Wenn du das umsetzen kannst, setzt du es um natürlicherweise, lieber Widder. Das war deine wunderbare Legung. Ich sage dir, hier geht es nicht um Drama. Ja, das ist klar. Ich weiß ja nicht, was passiert ist in der Vergangenheit, aber hier sind zwei Menschen, die sich lieben, ja, die sich nach Liebe sehnen. Okay. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, lieber Witter. Ja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, ja, über einen Kommentar. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.